Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, das leidige Geheule hier lässt darauf schließen, dass wir immer noch in der Altstadt sind. Wir können jetzt in das Guldra-Nest. Oder das Guldrak-Nest, wie sie jetzt hier in dem Teil heißen. Oder wir können in die Altstadtruinen. Oder wir können die Tempelruinen. Ich werde mir aber erstmal das Nest angucken gehen. Bevor ich mich hier um den Seelensog kümmere, der hier ziemlich gruselig aussieht. Naja, irgendwann werde ich wieder hoch müssen und ich weiß nicht, ob ich da nochmal hier runter kann. Du entdeckst Treppenstufen, die in die Klippe gehauen wurden. An einigen Stellen sind sie beunruhigend schmal, während sie andererseits gar völlig zerstört sind. Dennoch scheinen sie bis ganz nach unten zu führen. Die Fahrt untersuchen. Von ihr aus sieht der Weg stabil genug aus. Allerdings kannst du eine Lücke etwa auf halbem Wege erkennen. Ja, die Stufen hinabsteigen. Auf halbem Wege nach unten erreichst du eine Stelle, an der die Stufen weggebrochen sind. Nur ein schmaler Vorsprung ist übrig. Du lässt dir den Pfad vor dir durch den Kopf gehen. Ja. Fehlschlag. Versuch den brüchigen Vorsprung zu überqueren. Teilerfolg. Der Vorsprung erweist sich durch den Schimmel als überraschend glitschig. Es ist schwierig, die Balance aufrechtzuerhalten und die Anschauung macht dich bald müde. Edda wurde verletzt. Oh. Erschöpfung. Du folgst den Stufen weiter herum, bis du den schlammigen Boden erreichst. Okay. War vielleicht keine so gute Idee, diesen Weg zu nehmen. Vielleicht hätten wir springen sollen. Vor allem kommen wir wieder hoch. Ist die andere Seite. Weil ich kann hier unten nicht rasten. Ich sollte es nicht, weil ich nicht weiß, wie ich sonst wieder hochkomme. Also ja, ich habe ein Safe Game. Zum Glück. Und ich weiß nicht, ob es Obsidian so gemein ist und hier einen Gamebreak einbauen könnte, dass man nicht mehr rauskommt. Okay, die Altstadt und sie ist groß. Du entdeckst Treppenstufen, die in die Klippe gehauen wurden. Nö. Die größere Erdfäule, okay. Und die geringe Flammenfäule, Und eine geringe Erdfäule. The shadow comes to muddy the light. Ein Schatten. Mehrere Schatten. Und noch ein Schatten. Stand together. Hey. It makes no difference. Das mit Schatten kennen wir ja bereits. This is futile.
Schatten- und Skelettbogenschützen. Xoti wird gerade von jemandem angegriffen. Heilen. Und das war das Skelettbogenschütze. Guter Jagdbogen und eine gute Lüderrüstung. Naja, wenigstens Beute. Altstadtruinen. Das sieht fast wie der andere Weg nach oben aus, hä? Wenn das der Fall ist, dann ist das gut zu wissen, dass wir einen Zweitweg nach oben haben. Dann können wir jetzt erstmal den versunkenen Tempel uns genauer ansehen, bevor wir uns durch den Rest der Altstadtruinen schlagen. Okay. Noch ein neues Gebiet. Gebrochene und halb zerkaufte Knochen liegen zwischen den erloschenen Kohlen. Hey, halt, was machst du da mit deinen Wurstfingern? Lass mich runter. Das Schwert dreht und wendet sich in deiner Hand und versucht vergeblich, sich aus seinem Griff zu lösen. Und an der Klinge ist das Wort Wotvir eingebrannt und vergoldet. Ah, es spricht. Du kannst sprechen. Sprich noch einmal so mit mir und ich lasse dich in einem Nachttopf umschmieden. es spricht. Es spricht, es imitiert deine Stimme in einem spöttischen Singsang. Idiot, murmelt es leise. Das Schwert gefällt mir, können wir es behalten? Gern, Edda. Nimm deine dreckigen Pfoten von mir. Hey, wir sollten es Alof geben als neuen Freund für Isselmir. Something new for Isselmir always ends with someone losing an eye. Etwas Neues für Isselmir endet immer mit: jemand verliert ein Auge. Er blickt Edda finster an. Ich teile nicht, sagt das Schwert pikiert. Wird wie Gold verärgert und dreht sich in deiner Hand. Now, if you don't mind, I'm waiting for someone very important who is definitely coming back any day now, and you won't want to be here when she does. Und wenn du jetzt nichts dagegen hast, ich warte auf eine sehr wichtige Person, die auf jeden Fall jeden Moment zurückkommen kann, und du möchtest bestimmt nicht hier sein, wenn sie das tut. Auf wen wartest du? Wie lange wartest du hier unten? Auf die Meisterbeseelerin, die für deinen Zustand verantwortlich ist, nehme ich an? No, that would be a man known across Aora as the great wizard, none of your fucking business. Have you heard of him? Nein, auf den Mann, der in ganz Aora als der große Zauberer geht dich nichts an bekannt ist. Hast du schon von ihm gehört? I'm waiting for my owner. Obviously. Ich warte offensichtlich auf meine Besitzerin, Mottvir stöhnt. It's really a wonder you've managed to survive to the ripe old age of whatever you are, being this stupid. Es ist wirklich ein Wunder, dass du bis zum reifen Alter von wie alt auch immer du bist überlebt hast, so dumm wie du bist. Yay. Irgendwie erinnert mich das gerade an das verrückte Schwert des Baldur's Gate. Ein streitlustiges Schwert, fasziniert. Erinnere mich nochmal daran, wer von uns beiden in einem Müllhaufen gelegen ist. Kein Wunder, dass sie dich weggeworfen hat. Weggehen. Bestimmt wird bald ein Genie vorbeikommen, das deinem brillanten Geist würdig ist. Nehmen wir mal die zwei. Well, there's no need to be mean. Es gibt keinen Grund, gemein zu sein. Mit mir wird kalt. Frost kriecht an der Klinge empor und doch bleibt der Schwertgriff selbstsaft warm. Fast einladend. But my owner, she was really great. I mean, is really great. Her calluses felt so good on my grip. Oh, I can do things with a sword you wouldn't believe. Das will ich nicht weiter ausführen. Aber meine Besitzerin war wirklich toll. Ich meine, sie ist wirklich toll.
Ihre Schwielen fühlen sich so gut an auf meinem Griff. Sie kann mit einem Schwert Dinge tun, die du nicht glauben würdest. Warum würde sie sich dann zurücklassen? You don't know her like I do. She'll come back. You'll see. We're destined to be together. Nothing will stand between us. Du kennst sie nicht so, wie ich sie kenne. Sie wird zurückkommen, du wirst schon sehen. Wir sind dazu bestimmt, zusammen zu sein. Nichts und niemand wird zwischen uns stehen. Actually, even though you're clearly little more than a ham-handed halfwit, maybe you can do something for me. In der Tat, auch wenn du ganz offensichtlich nur wenig mehr als ein tollpatschiger Hohlkopf bist, kannst du mir einen Gefallen tun. I'll let you handle me, but only under one condition. You have to help me find my owner. Okay? Ich lasse zu, dass du mich handhabst, aber nur unter einer Bedingung. Du musst mir helfen, meine Besitzerin zu finden, okay? Es drückt sich fest in deine Handfläche und wird langsam handfarben. Wir sind im Geschäft. Wir werden sehen. Ich verspreche nichts. Ich denke nicht. Soll ich etwa quer durch Iora wandern und jede da gelaufene Schwertkämpfer befragen, ob sie zufällig deine Besitzerin ist? What you do is your business. I don't know if I can trust you yet. You need to prove your worth to me first. Was du machst, ist deine Sache. Ich weiß noch nicht, ob ich dir trauen kann. Du musst mir erst deinen Wert beweisen. Und wie stelle ich das an? Well, stick me in some monsters. What the fuck else is a sword good for? Steck mich in ein paar Monster. Wofür zum Teufel ist ein Schwert sonst gut? Ist es das, was du wirklich willst? I wouldn't hate it. Ich würde es nicht hassen. Mordwill würde deine Handfläche warm, fast als ob es erröten würde. Ja. Du hebst das Schwert hoch und testest sein Gewicht. Es ist eine feingefertigte Waffe, auch wenn sie schon bessere Tage gesehen hat. Sie müsste lediglich ein wenig poliert werden. Du steckst das Schwert weg und machst dich auf den Weg. Erhalten Mod für. Alof, Schwert für dich. Einhändig ein seelengebundenes Schwert. Oh, das erste seelengebundene Waffe. Ich kann damit sprechen, ich kann die Seele binden. Eifersüchtig auf den Wächter beschränkt. Kann von Edda nicht verwendet werden. Da taugt das Schwert doch gar nichts. Emotional. 20% Schaden wird als Brandschaden gewirkt, wenn über 50% Gesundheit. 20% Schaden wird als Frostschaden gewirkt, wenn unter 50% Gesundheit. Okay. Ganz toll. Das heißt, ich habe ein nutzloses Schwert gefunden. Oh, lecker. Schiffszwieback. Rieselschwamm. Seil und Enthaken. Ein gutes Kriegsbeil. Ja, altes Versteck. Da geht es in die Altstadt. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Altstadtruinen an, bevor wir die Altstadt selber weiter erforschen. Weil ich hoffe, hier einen Rückweg zu finden, der ein bisschen einfacher ist vielleicht als der Rückweg über die Stufen. Jo. Darkwolves, Ghule, Rotgast. Ach ja, Edda hat Max Gesundheit minus 15. Das ist nicht schön. Nicht so gut. Ja, verflucht sind wir ja auch noch. Ja, fällt mir gerade so auf. Oh, Schatten. Schatten, die mich irgendwo hinführen wollen, wo ich nicht hin will, das ist nicht sehr gut. Die Gravur ehrt das Leben eines Helden aus uralter Zeit. There's a
So, die Ersatzbatterie ist im Eimer. Der würde jetzt nur noch gern aus dem Fight rauskommen.